Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Erst gestern konnten wir in der Zeitung lesen, was passieren kann, wenn private Konzerne die Energienetze in der Hand haben. In Berlin steht Vattenfall im Verdacht, mit einem simplen Buchhaltungstrick den Bürgerinnen und Bürgern zu hohe Netzentgelte abgeknüpft zu haben. Hier wird offenbar geschummelt. Das ist ein Beleg dafür, dass Strom- und Gasnetze besser in öffentlicher als in privater Hand aufgehoben sind. Meine Damen und Herren, da hätte ich die Zwischenrufe von der CDU erwartet, aber auch den Applaus von der SPD. Das waren gar nicht meine Worte, sondern ein Zitat des SPD-Kollegen im Abgeordnetenhaus, Herr Carsten. Da hat er einfach mal recht. Denn Netze in öffentlicher Hand haben viele Vorteile. Sie sichern den Verbrauchern bezahlbaren Strom, den Kommunen eine gute Einnahmequelle. Und wir als Linke wollen ökologische, demokratische Stadtwerke als zentrale Akteure der Energiewende. Das ist der Weg. Und das Beste ist, viele Kommunen wollen auch ihre Netze zurückhaben. Auch Kommunen, wo der Bürgermeister ein CDU-Parteibuch hat, das möchte ich an dieser Stelle explizit sagen, bevor Sie uns, wie bei den letzten Debatten zu diesem Thema, wieder die Zwangskollektivierung der Energienetze vorwerfen. Viele Kommunen wollen ihre Netze zurück, und sie sollen sie auch rechtssicher zurückbekommen können. Und viele Kommunen bietet sich eben gerade jetzt eine große Chance dafür. Die Konzessionen laufen aus. Sie haben jetzt die Möglichkeiten, gerade in diesem Jahr, im Jahr 2016, laufen viele dieser Konzessionen aus. Jetzt besteht die Chance für die Kommunen. Bisher scheitert es eben an der Rechtssicherheit, die Sie bei der Rekommunalisierung nicht haben. Sie haben sie ganz bewusst nicht, weil die alte Bundesregierung unter Beteiligung der Union das Gesetz so geändert hat, dass dem Privaten die Möglichkeit eröffnet wurde, hier immer wieder vor den Gerichten gegen die Kommunen zu klagen. Das tun sie häufig mit Erfolg. Das muss geändert werden. Das sagt auch der Koalitionsvertrag. Das finde ich gut. Aber ehrlich gesagt, bisher haben Sie diese wichtige Chance verpasst. Wir stellen als Linke jetzt schon zum dritten Mal dieses Thema hier zur Abstimmung. Ich frage selber seit anderthalb Jahren die Regierung nach, wo denn die Novelle des Gesetzes bleibt. Da wurde man vertröstet. Wenn ich die Antworten ernst nehme, hätten wir schon vor einem Jahr einen Gesetzentwurf hier vorliegen haben sollen. Alles, was wir haben, ist bisher ein Referentenentwurf, der da irgendwo rumliegt, aber nicht hier eingebracht ist, noch nicht mal in der Regierung fertig abgestimmt ist. So geht es nicht, meine Damen und Herren. Und ich glaube auch inzwischen, dass diese Verbummelungsstrategie nicht Unfähigkeit ist, sondern dass sie Absicht ist, weil es scheint ja Teile der Koalition zu geben, die einfach nicht wollen, dass die Kommunen hier Rechtssicherheit haben. So sieht es doch aus. Und es stand ja auch schon vor ein paar Monaten auch in der Zeitung, ganz konkret im Spiegel, wo genau darüber auch berichtet wurde, wo es heißt, dass möglicherweise selbst Minister Gabriel ein Interesse hat, auf die Bremse zu drücken, um eben den privaten Energiekonzernen ihre lukrative Einnahmequelle nicht zu nehmen, die sie haben. Ein schöner Goldesel ist es nämlich mit den Netzentgelten, mit einer sicheren Rendite von 9%. Das sind nämlich die Interessen, die hier dahinter stehen. Und der Referentenentwurf, den Sie erwähnt haben, der auch mir bekannt ist, wird auch meiner Lesart nicht helfen. Denn die Inhouse-Vergabe wird ja dort explizit abgelehnt. Nun ehrt es mich und meine Fraktion, dass wir in der Begründung des Gesetzentwurfs auch erwähnt sind mit unseren parlamentarischen Initiativen. Besser hätte ich es natürlich gefunden, die Argumente von uns und den kommunalen Spitzenverbänden hätten Sie überzeugt. Die Inhouse-Vergabe ist nach EU-Vergaberecht möglich. Und das ist auch kein Blankoscheck, Herr Kollege, das ist kommunale Selbstverwaltung. Kommunale Selbstverwaltung, wie sie das Grundgesetz garantiert, und genau die wollen wir stärken. Es ist richtig, dass kommunale Belange berücksichtigt werden sollen, aber auch nur dann, wenn sie eben den marktfreundlichen Zielen nicht widersprechen. Im Ergebnis bleibt es unklar für die Kommunen, im Ergebnis wird der Weg
das Ding weiter an den Gerichten ausgetragen. Ich kann die große Verbesserung für die Kommunen an dieser Stelle beim besten Wissen nicht erkennen. In anderen Situationen, und ich komme zum Schluss, ist die Debatte schon weiter. Zum Beispiel hat das Land Berlin beschlossen, das Land möge im Bundesrat für klarere rechtliche Regelungen einschließlich der Möglichkeit der Inhouse-Vergabe eintreten. Diese Empfehlung der Enquete-Kommission haben alle Fraktionen zugestimmt, außer die Unionen, aber auch die SPD, die in Berlin wie im Bund mit der CDU gemeinsam regiert. Also fassen Sie sich bitte ein Herz, stimmen Sie heute unserem Antrag zu. Die Kommunen werden es auch Ihnen danken. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Matthias Haider für die CDU-CSU-Fraktion.